Ein besonderer Tag, sozusagen auch ein Festtag, denn wenn sich zwei Partner hier so auf Augenhöhe begegnen, wie wir das hier, glaube ich, getan haben in den letzten Monaten, dann kommt da was wirklich sehr, sehr Gutes raus. Das wird man auch, wenn Sie nachher das Buch in Händen halten, werden Sie das auch sehen. Vielleicht noch ein, zwei Sätze zu uns, zum Mattes Verlag. Wer sind wir eigentlich? Ich habe schon gesagt, wir sitzen in Stuttgart und wir haben so circa 150 Fachbücher aktuell im Angebot. Wir machen rein B2B. Wir haben Bücher für Hotellerie, für die Hoteliers, für Gastronomen, Konditoren und Bäcker. Das sind im Grunde so unsere Zielmärkte. Und wenn man sich die Autoren anschaut, die wir haben, das ist schon wirklich das Who is Who der Branche. Das ist Aladi Kass. Da haben Sie eigentlich, Herr Starken, das ist unser meistverkaufter Autor. Also daran werden Sie jetzt gemessen, dass Sie das... Herr Strasser, Sie sind der Hauptdarsteller. Es ist Ihr Buch, Ihr Name steht vorne drauf. Ist das Buch so geworden, wie Sie es wollten? Was haben Sie sich vorgestellt und was haben Sie jetzt in Händen? Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es das erste Mal in der Hand gehabt habe, habe ich irgendwie ein bisschen Angst davor gehabt. Weil ich ja zu Hause viele Kochbücher habe auch und da meine Favorites auch dabei habe, die für mich der Maßstab sind, was jetzt am Schluss hier dabei rausgekommen ist. Und ich kann mit ruhigem Gewissen sagen, ich kann das auf jeden Fall zu meinen Lieblingen dazustellen. Aber es macht natürlich riesen Spaß, mit so jemandem zusammenzuarbeiten, der extrem gut vorbereitet ist, durchdacht ist. Und wo wir als Fotografen am meisten drunter leiden, in dem Sinne, ist eigentlich Unvorbereitetheit und eine gewisse Spontanität, sondern ja, wenn dann plötzlich alles über den Haufen geworfen wird, ja, und wir dann warten müssen oder zugucken müssen, oder ja, das ist schwierig. Das hat bei ihm praktisch gar nicht stattgefunden. Herr Stramer, erzählen Sie uns ein bisschen was über Ihre Küchenphilosophie, was Ihnen wichtig ist bei Ihren Menüs, wie Ihre Karte so aufgebaut ist. Was trifft der Gast, der hier ins Brenners Park Hotel kommt? Park Restaurant, Entschuldigung. Gut, ja, im Prinzip unser Restaurant steht ja ganz stark natürlich in Verbindung oder ist ja Teil des Brenners Park Hotels. Ja. So gesehen ist es auch wichtig, dass unsere Küche, die wir hier im Park Restaurant machen, auch ganz klar zum Hotel passt. Und so gesehen ist für mich am Anfang, hatte ich mir Gedanken gemacht über den Namen vom Buch Grand Cuisine, aber eigentlich, wenn man jetzt denkt, wir sind in einem Grand Hotel, wo passt die Grand Cuisine eigentlich am besten hin, und das ist dann eben in einem Hotel wie das Brenners Park Hotel.